Wir hatten für die Expedition 45 Tage gerechnet, natürlich plus minus ein bisschen, dass man am Schluss auch Essen strecken kann und so weiter. Und tatsächlich haben wir dann auf dem Eis 28 Tage gebraucht. Und dann zum Schluss noch zum Wasser, also ans Meer, mussten wir noch 5 Kilometer auf dem Festland laufen. Da haben wir aber 5 Tage für gebraucht, weil wir das ganze Gepäck ja tragen mussten. Insgesamt waren es 35 Tage, aber ja, wir waren 10 Tage schneller als gedacht. Der schönste Moment war, glaube ich, als wir dann endlich die Eiskante erreicht haben, also wo wir dann das Festland gesehen haben und wir wussten, okay, da ist das Eis jetzt zu Ende. Man fühlt sich dann so ein bisschen in Sicherheit, wenn man endlich wieder Steine unter den Füßen hat. Die 40 Tage, die waren kein einziges Mal monoton. Es war die ganze Zeit wechselhaft. Uns wurde es auch nie langweilig. Also unser Tagesablauf ging meistens mit dem Wecker los, meistens so um 6 Uhr. Dann alles zusammenpacken und Zelt einpacken. Da ist man dann so 2 Stunden, 2,5 Stunden waren wir beschäftigt, dass wir so um 8:30 konnten wir meistens loslaufen und so nach, je nachdem, 3-4 Kilometer haben wir dann die erste Pause gemacht. Da gab es dann Tee, Schokolade, Nüsse und so ging das dann eigentlich den ganzen Tag immer. Und dann wurde der Zeltplatz gesucht. Das war auch gar nicht so einfach, weil es halt einfach doch so uneben ist, der Boden. Man denkt eigentlich, man hat ja unendlich viel Platz, aber es war gar nicht so einfach. Ja, dadurch, dass wir unsere Expedition eigentlich letztes Jahr schon machen wollten und jetzt noch mal ein Jahr länger Vorbereitungszeit hatten, gab es keine unvorbereiteten Situationen. Als gefährliche Situation würde ich so sagen, dass einmal die Franzi gestürzt ist beim Kiten, aber sonst hatten wir alles im Griff. Die Spaltengebiete, die waren noch ein bisschen gefährlich, weil wir die Spalten nicht sehen konnten. Also wir sind dann tagelang nur am Seil gegangen. Ja, ich würde sagen, der schwierigste Moment war wirklich, als wir dann gesagt bekommen haben, jetzt kommt der Riesensturm, der unerwartet stark dann für uns war und wir uns dann so extrem eingraben mussten und ja, wir haben halt gewusst, wir sitzen jetzt 4-5 Tage und da waren wir so ein bisschen angespannt. Also die Expedition war körperlich schon sehr anstrengend. Einfach jeder hatte mindestens 100 Kilo im Schlitten an Gewicht zu ziehen und auch im Team einfach, wenn einer nicht mehr konnte oder der irgendwie einen schlechten Tag hatte oder dem irgendwas wehtat, dann konnte man das Gewicht einfach so verteilen, dass der halt entlastet wurde. Also tatsächlich, also wir waren wirklich sehr, sehr gut miteinander. Ja, nee, wir haben uns wirklich gut verstanden und einfach, ja. Hätten noch mal 4 Wochen dauern können. Ja, das war wirklich, die Dusche hat lauter geschrien.